Mädchen. Ist auch ein interessanter Name, aber ich fand Mr. Smer eigentlich voll cool. Ich fand den Namen super. Okay, die Kandaris, die gammeln hier ein bisschen ab. Hier haben wir so einen gelben Flatterscotch. Ist schon mal viel wert. Axios! Der wollte eigentlich heute vorbeikommen. Wir wollten den Yu-Gi-Oh! Special-Tag machen. Weil Dengo ja auch Yu-Gi-Oh! Sammelt und wir sind da voll am Machen und am Tun. Und wollte eigentlich auch kommen. Wir hätten so richtig schönen Tag heute gemacht, ey. Dann kommt der Arsch nicht. Aber ich glaube, er ist mit seiner neuen Freundin. Tut mir leid, wenn ich das jetzt vertue. Axios. Mit einer Dame ist er heute phrasen gegangen. Und das kann man dann irgendwo dann verzeihen. Von mir aus. Okay. So. Aufnahmesession machen. Ich werde jetzt bis 10 Uhr. Dann mache ich mich nicht langsam auf den Weg zu Raptor. Und dort den Abend chillig verbringen. Also auf Osterfeuer habe ich dann doch so nicht wirklich. Ich habe mir mal überlegen, ob ich zum Osterfeuer gehe. Aber nee. Was ich und ein Kollege mal gemacht haben. Wir haben mal wir waren unterwegs und dann haben wir halt mal so eine Feuerstelle gefunden. Da haben wir mal, es war eine Feuerstelle, also du durftest da Feuer machen. Und da haben wir auch mal so ein bisschen, haben gesagt, ach komm, lass uns doch mal hier auch so einen schönen Arm machen. Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, finde ich scheiße. Ich würde mich echt gerne einfach mal so mit Kumpels, einfach mal, oder mit Kumpelinen und Kumpels, einfach mal so ein schönes kleines Lagerfeuerchen setzen. Oder einfach nur das Geknister hören. Ich fände es voll geil, würde ich echt gerne mal machen. Aber was ich mir jetzt auch mal in den Kopf gesetzt habe, weil ich ja nicht nach Bayern ziehen werde, was ich mir auf jeden Fall in den Kopf gesetzt habe, ich werde irgendwann mal verlängertes Wochenende mir eine Route raussuchen, Rucksack, also hier Schlafrucksack und sowas einpacken. Und dann werde ich einfach mal so 3-4 Tage einfach mal durch die Berge schroten. Am besten eins deiner wertvollsten habe ich. Ja, der Vanille haben wir wieder weggegeben, wa? Der Kurt mit Tee. Einpacken. Axios. Wir hatten ja schon einen Wolf. Mellow Wolf. Mit 5000 Wert. Aber nee. Der feine Herr musste ja scheiße werden. Und rumheulen. Frisst euch mal satt, Leute. Oh nein, das heißt, er kommt ja hier lang geritten, ne? Ey, bitte sucht ihr einen anderen Weg. Oh nee, da hinten kommt er schon. Das heißt, er wird sich hier gleich verlaufen und hier nicht reinkommen. Apropos, seid ihr draußen? Ihr seid draußen. Wo seid ihr denn? Da hinten ist einer. Happy, moin. Immer noch keine 250. Wie viel habe ich denn? Jetzt muss erstmal der Motherwolf hier wieder reinkommen. Und er wird sich wahrscheinlich den dümmsten Weg wieder ever suchen. Wo er nicht rauskommen wird. Weil er zu blöd dafür ist. Sag ich doch. Axios, du bist ein selten dämliches Ding. Entschuldigung. Ist nun mal so. Isso ist ein Pokémon, also stimmt's. Sobald eine Isso sagt, dann könnt ihr nichts mehr gegen argumentieren. Genauso wie mit Schinken. Oder Bums, da haben wir es doch. Das sind so Antworten, da kannst du nichts gegen machen, Alter. Der auch sowas? Wenn ihr so mit einem Freund am Diskutieren seid und ihr sagt dann ein bestimmtes Wort, dann weiß er schon Bescheid, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt kann man nicht mehr diskutieren.
Habt ihr da so ein Wort? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal jetzt interessieren. Wer weiß, was für interessante Sachen dabei rauskommen. So, jetzt will ich mal kurz gucken, wie viel Pinometer Wasser wir jetzt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23? Wir hatten nochmal 25 Pinometer. Wo sind die hin? Ah, leck mir am Arsch. Okay, dann wollen wir nochmal ein bisschen Wasser hier. Entschuldigung. Aleko. Alexi Bexi. Nom 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 nom. Ich mag Alexi Bexi. So, wir müssen eigentlich jetzt nur die... Wir müssen jetzt nicht so ordentlich tief graben, sonst muss ja einfach nur die 25 Pinometer sein. Oder bringt das auch, wenn ich tief grabe, ob das dann auch einen Pinometer ausmacht? Weiß ich jetzt nicht. Nein, das ist jetzt mal falsch. Schön der Mall. Gartenbereich. Huch. Das sind 10, 18. Ein Pinometer fehlt uns noch. Dann haben wir die 25. Ein Pinometer Wasser. Ein Pinometer Wasser. Ein Pinometer Wasser. Ein Pinometer Wasser. Ein Wurm ist sesshaft geworden. Freude. Ja, dann lassen wir jetzt die mal zusammenkommen, weil Worms wollten wir ja sowieso jetzt nochmal techtelmechteln. Brauchen wir es nicht jagen lassen. Alter! Ich werde jetzt noch nicht zu viel Wasser als freischiffen. So, jetzt haben wir sogar schon zu viel. Jetzt haben wir 26 Pinometer Wasser. Das heißt, das müsste reichen. Haben wir denn, meine kleinen Freunde? Ja, ihr seid ziemlich klein jetzt, ihr Wurms. MP. Ein Raisin gefressen. Ja, willst du mich rollen jetzt? Das heißt, ich muss dann auch Raisin jagen lassen, oder was? Erzähl mir mal munterfröhlich hier. Hi, du bist hinter etwas ganz Tollem her, oder? Nichts Langweiliges für Anfänger. Ja, im Raisin. Viel Spaß. Und der Wurm haut gleich wieder ab. Ist ganz schnell wieder traurig hier. Über 33 schon. So, wir haben auch unsere 5 Candaries, glaube ich, jetzt wieder. 1, 2, 3, 4. Ach Leute, wo sind sie denn jetzt? Er hat doch immer noch einen jagen lassen, weil es nur 4 Stück waren. Eins, zwei, drei. Erstmal der Kimmel. Heute Schwede! Alles hier weg.
willst ja. du verkaufen? Ja, so ist besser. 1, 2, 3, 4. Ich sehe nur 4. Ich pack's nicht, Leute. Wir haben echt wieder nur... Alter! Nur 4 Pinata, 4... Canderys, das ist doch unglaublich. Ich habe da extra ein fünftes jagen lassen jetzt. Mann, oh Meta, ey. 1, 2, 3, 4. Wir haben nur 4. Gott weiß, warum wir jetzt nur 4 Canderys wieder haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie dumm und dämlich soll ich denn jagen lassen? Die kommt sich auch langsam verarscht vor. Alter, ich drücke jetzt mal das falsche Knöpfchen hier. Vor allem, ich kann mich auch dumm und dämlich die ganze Zeit bezeichnen, bevor ich irgendwie mal wieder die 71.000 erreicht habe. Es wird spät. Hier, du kannst nochmal einen Canderry fangen. Sorry. Geh gut. Okay, ein Dragonfly ist ein Pen, da ist ja meine. Mampi! Ich habe was Feines für dich jagen lassen. Schon gemein, du gibst dir ein neues Zuhause, um dich direkt fressen zu lassen, Alter. Das ist die einfachste Jagd seit Ewigkeiten wieder. Weil der Gegner nicht wegfliegen kann. Yay! Entschuldigung, Raisend. Aber ich will ein Techtelmechtel hier mit denen haben. Alter, fickender Wanzloch, Alter. Willst du mich rollen? Ich hab doch noch gar keine Bustlegums. Das ist zum Heulen manchmal, ey. Bei manchen Pinatas denkst du dir echt, ey, halt die Fresse. Da. Das wollte ich jetzt gerade. Ich werde jetzt die Behausung für die Worms basteln lassen. Hast Glück, dass du mich erwischt hast. Ich war gerade auf dem Weg, um mir ein Glas Milch zu geben. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe hier schon noch andere Dinge zu tun. Ich hätte hier noch andere Dinge zu tun, ey. Sorry, dass man sich mal verklickt, du Lumpe. Ich bin ein bester Kunde, ey. Bin ich überhaupt? Achso, ja, mach einfach. Egan, Alter, ich verklick mir die ganze Zeit. Egan fängt Pinata. Ich hoffe, das war's jetzt endlich mal mit diesen scheiß Canderry-Jagerei, Alter. Ich bin auf dem Semmel. Ich will auch die Canderys züchten eigentlich mal, dass ich da meinen Kupplungsmeister kriege. So, die Worms kann ich gleich techteln-mächteln lassen, wie blöd. So, 1, 2, 3,
4. Mal 1, 2, 3, 4, 5, so, und die müssen jetzt eigentlich schon in Techtelmechtelonne sein. Gut. Was ist der andere? So, dann macht ihr meinen ersten Verkupplungsmeister. Ich weiß nur nicht, wie ich das denn angesagt bekomme. Habe ich schon welche verkuppeln lassen oder so? Ich weiß es nicht. Gelbe Flagge Scotch. Man hört's, sie haben sich gerade gefunden. Darf ich das doofe Spielchen spielen? Dass man es bei denselben Pinatas immer nochmal machen muss, das nervt mich auch so ein bisschen. Oh mein Gott, Anspannung kaum zu überwinden. Nein, er schafft es einfach nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen lame, aber ich muss gerade die 5 Meisterverkuppler zusammenkriegen, wo ich 5 Pinatas zusammen verkuppeln muss. Also 5-mal die gleichen Pinatas verkuppeln lassen muss. Also von einer Sorte 5-mal. Ihr wisst, was ich meine. Duh. So. Jetzt sagen wir, sind schon fertig? Nee, ne? So, Basing. Hurra auf den Meter. Ich will eigentlich die Candarians weitgehend loswerden, dass ich die dann selber züchten kann. Nimm mein kleiner der Kurt mit Tee. Scheiße, hast du einen scheiß Namen. Ich finde, der Kurt passt zu ihm, der Name. Eigentlich wollte ich jetzt die Galagus umwandeln zu Chico und Chica. Aber die jetzigen Chico und Chicas können wenigstens fliegen. Weil, verstehst? Das passt einfach zu gut zu Small Settler Game. Zu meinem Skyline. Also alles allem passend. So. Ihr wart jetzt noch ein Ei. Oh, ich sehe schon hier. Hi, Sparrowmind. Oh, da freut sich das Sparrowmind. Das ist doch super. Ich bin lieber alleine, denn ich weiß, du bist mir besser, du und ich fallen von oben auf den Boden. Huch, da haben wir Sparrowmind. Coolio, bewahren wir uns mal. Also auch mit denen halt leichter Techte mächteln können. Super, also zugestellt. Ich hab gleich nochmal. Bin ja da geschlüpft? What the fuck? Ja, ja, ja. Vor allem, wo sehe ich denn eigentlich, dass ich Meisterverkuppler gemacht habe? Zack. Oh, daneben. Zack. 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 Tü-tü. Okay, immerhin passiert das mal ein bisschen mehr hier als sonst immer so der Fall. Alter, ist der gut gelaunt. So. Dragonfly 3 versteckt sich immer ganz gerne. Onkel Pedotit ist am Start. Lecko. Die haben ein Techtelmechtelchen. So, Baseng. Was braucht eigentlich Sparrowmind nochmal? Einen Wurm gegessen. Nur gut, so schwer. So schwer ist das nicht. Alter, das ist so gemein.
Ey, der frisst echt ein Baby. Alter. Der Baby wurde gerade gefressen und ihr freut euch einen ab, ey. Tatsache, reicht mir ein Baby frisst. Was denn?